Man muss auch sagen, ich weiß sehr viel über Historie und alles, Ja. so was Smash angeht. Und allgemein in der deutschen Szene vor allem. Keine Ahnung, ich mir so viele Dinge und dann. Ja. Okay, so Ja, auf jeden Fall ein guter Start. ja, auf jeden Fall. Ne? Also Bayonetta, ne, damals gefürchtet, damals, ne, bei Smash 4, damals war es ein Threat, den gab es vorher noch nie, könnte man meinen, aber. Ja, auch der beste Charakter in Smash 4. Aber in Ultimate ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Charakter Ja. geworden, durch die ganzen Buffs, die sie jetzt Ja, bekommen hat. ja. Und ist auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen. Und bei den ganzen Top-Bios, die wir momentan auf der Welt haben, wie Tama P, Lima, Bloom Forever Ja. und Samu, der auch manchmal so random wie aus dem Schlaf erwachen kann. Ja, man darf, wie gesagt, ich habe von Anfang an habe ich gesagt, dass Bayonetta halt immer noch ein sehr guter Charakter ist, aber er erfordert halt deutlich mehr Effort. Effort als in Smash 4 und das, wenn du diesen Effort da reinsteckst, dann wirst du halt auch krass belohnt und man sieht es halt deutlich, ne, wenn gerade wie du sagst, bei den ganzen Top-Bio-Spielern halt oh, werden halt Das sehr könnte krass. sein. Das könnte sein. Ah, Mist. gemist, schade. Ah, oh, und da, wie du es gesagt hast, ne, ein Whiff-Punish, ein Whiff und dann kommt das Diamond-Schwert raus und dann ist es Ja, over. muss ja auch sagen, dass Steve Shield Grip auch ein bisschen gefährlich ist, gerade wenn er Oh! Diamond hat. Also, Oh, das oh, war nice. schön, Oh, es geht nicht. killt noch nicht ganz, leider. Muss auch sagen, so eine kleine Historie von Ente. Er hat nicht so eine gute Winrate gegen Bios, weil ja, selten gegen diesen Charakter spielt. Und ich glaube, sein STI ist auch nicht so on point. Ja, Das ja. heißt, er könnte randomly einfach bei so einer Ladder sterben. Ja, Deswegen, genau. das sind so wichtige Key-Faktoren in diesem Matchup gerade zwischen den beiden, die Robin das Set gewinnen könnten. Wenn halt auch das Combo-Game on point Oh. ist. Okay. Schön raus. Ja, dieser Goldes. Up-Tilt-Pressure von Steve ist, ich weiß nicht, wie ich Du das beschreiben soll. Das ist kannst auch halt gegen crazy. Gold nichts machen. Ja. Wenn du Gold hast, dann hast du auf einmal Chic-Frame-Data. Aus dem Nichts! Oh! Oh! Ah, Ah, kein. schade. Oh, okay. Kriegt er hier jetzt hier? Oh mein Gott, Oh. das ist es! Das war's! Oh! Oh mein Okay, Gott, ich das sag ich dachte. so. Ente muss dringend Es. anfangen zu Estian, weil. Ihr denkt vielleicht, Estian bringt was, bringt nichts, aber. Gegen ich komm. Bayonetta? Ich komm mit Rob daraus. Ja. Ja, ich komme mit Rob aus diesem Kombat. Deswegen, ihr müsst einfach nur ein bisschen Effort da Ja. reinstecken. Und dann werdet ihr von solchen Bio-Kombos nicht gekillt. Ja. Ihr werdet zwar Damage kassieren, aber Damage ist besser als zu sterben. Ja, das ist nämlich. Und jetzt muss Ente auf jeden Fall darauf achten, irgendwie den Hit zu kassieren. Aber kaum den Hit zu Materialien, bekommen, er muss ja, aufpassen. er hat keine Mats, er hat nichts. Das ist jetzt Das sehr. ist quasi. Steve ist jetzt ein stinknormaler Ja. Charakter. Er ist nicht dieser beste Charakter, den ihr jetzt kennt, sondern einfach nur dieser stinknormale Charakter. Und guck, er killt nicht. Er kriegt nichts. So und. Sobald Steve behind ist, ist es halt so schwer für Steve wieder reinzukommen. Ja. Und man sieht das hier auch so. Ente hat gerade sehr kranke Probleme. Hat wieder gar keine Mats mehr. Kann gar Oh, nichts. schön gecatcht. Er kann deswegen nicht recovern und das könnte jetzt potenzieller Edgeguard für Robin sein. Oh mein Gott! Okay. Okay, Dash Tag. Er hat jetzt einen Diamond, jetzt muss natürlich aufpassen, ne? Ja. Oh no, oh Wichtiger no. Parry, wichtiger Parry. Sehr gut gemacht von Ente hier an der Stelle. Du musst jetzt auf jeden Fall aufpassen. Oh Oh! no. No. Das ist immer gefährlich. Wenn diese Hätte ihn Pick. killen können. Hätte ihn auf jeden Fall killen können. Immer wenn ich diese Pickaxe sehe, dann kommt mir alles. Alter, Schöne krass. Down, ja. Ja. Oh, und Oh, hier ist es. So, der Steve-Effekt. Der kommt hier jetzt krass hoch. Uptilt, Oh, na guter schön. Grab. Der war guter, wirklich guter Grab. Ist jetzt hier offstage. Kommt ein Minecart hier hoch. Oh mein Gott! Kann. Er hat keine Mats mehr. Es kommt. Kann Robin. Okay. Kann Robin hier vielleicht ein Opening finden? Nein! Da hat die Bäcker gewifft. Ja. Yeah. Und Das war das Schwert wichtig. ist, ne, Diamond Schwert ist natürlich Ja. crazy fast. Ja. Muss auch sagen, das ist, ja, man muss mit dieser Bäcker auf jeden Fall auch Yeah. aufpassen. Gerade wenn man die halt einfach misstimt, dann stirbt man halt auch einfach dafür. Und so, like, vielleicht hätte Robin so ein bisschen anders pressuren Ja. können, aber kann man ja nicht wissen, dass so, die Bäcker war ja darauf abgetimt, dass sie Ja, halt hittet. eben. Aber so, wenn Execution manchmal halt nicht on point ist, dann muss man mit den Kosten darauf leben. Ja, und sehr teuer bezahlen auf jeden Fall, Ja. wie man jetzt hier in Game 1 gesehen hat. Und in Game 2. Es war gut. Es Ja, war. Die Bio ey, war sehr gut. beide waren sehr gut. Deswegen, ja. Robins Counterplay hat hier sehr gut funktioniert, würde ich sagen, mit Bayonetta. Und mal gucken. Was aber auch Bio, Sinn. bleib bei Bio, diesmal aber Small Battlefield. Ja. Deswegen, wo Robin jetzt auch vielleicht mal darauf achten muss, ist mal
nicht so für die Backer-Kills so zu gehen, sondern auch mal so solche Sachen wie Jab, sind ja auch so, so Dinge, die Bayonetta richtig gut machen kann. Oder einfach so, so einen Grab zu bekommen. Oh, Alter, das funktioniert so gut, das ist crazy. Ja. Enter hat auf jeden Fall sehr stabile Kombos drauf. Ja, das auf jeden Fall. Und ist geil, ne? Oh mein Gott! Alter! In den Emble rein, APK, das tut so weh. Oh, das schönes Setup von Dente, das war wirklich. Da hat er alles gecovert. Ja, das ist das Checkmate-Setup, da machst du nichts. Da guckst du eigentlich nur dabei zu, wie dein Leben gerade flöten geht. Da hast du einfach dein Schicksal besiegelt, hast gesagt, okay, den muss ich verlieren. Ja, da kommt das DNT und. Oh! Okay! Ah, zu wenig Prozente. Ja. Schade. Okay! Nein, Witch Time. Einfach F-Smashen. Witch Time ist halt ein bisschen gestaled, deswegen ist es halt nicht so der Play gewesen, für das Setup nochmal zu gehen. Kriegt er hier das Open? Killt noch nicht ganz, aber auf jeden Fall. Oh no. Okay, sind ein paar Prozente, das stimmt noch nicht. Das ist alles gut. Ja, jetzt natürlich hier eine Ente schön einbauen. Materials Farm. Hat er jetzt, hat er seinen Diamant. Baitet gerade auch alle Optionen von Ente raus, aber es ist halt egal an der Stelle auch. Minecart, schön wieder einbauen. Ja, das macht er natürlich am Ende natürlich sehr gut, ne? Steve mit Lee tut halt weh. Ja. Gerade weil du da nicht weißt, was du da machst. Genau, weil man muss halt Steve approachen und Steve hat halt diese, wie du sagst, diese Mauern, diese Walls. Ja. Einfach, um mich daran zu hindern. Ja, ja, das ist. Wall beschützt halt auch, ne? Defensiv sehr gut. Okay. Kriegt hier. Vielleicht. Sehr gut von Ente, dass er früher rausgejumpt ist, weil. Oh no. Robin hat ja das Counterplay schon parat. Ah, es killt aber nicht. Robin hat hier. Splashed. Enter hat gerade nur noch die Hand übrig. Yeah. Und das Schwert. Das ist so witzig. Enter haut ihm gerade einfach so ins Gesicht. Enter kämpft mit seinen bloßen Fäusten. Ja. Enter hat Axt verloren und das Schwert. Ja. Also, er hat gerade Minecraft erst angefangen. Er startet mit Minecraft nur mit der Faust. Wo sind die Bäume? Ja. So, ja, jetzt hat er natürlich auch direkt Diamond Tools. Das ist sehr, sehr. Sehr, sehr schwer, da jetzt ein Opening auf jeden Fall zu finden. Ja. Aber. Okay. Wenn einer es schafft, leichte Openings mit zu bekommen, dann ist es halt auf jeden Fall Bayonetta. Ja, da ist auf jeden Fall. Okay, schön. Da ist eins. Schön. Wichtige Prozente. Oh nein! Das. Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es gefährlich für solche Smash-Attacks zu gehen jetzt momentan. Oh mein Gott, das war. Ach du Scheiße. Was gewesen? Das Miserable DI. Ey. Also. Okay, kann ja. Ah, Robin. Weakspot gated von der Amboss. Ja, Ente baut sich jetzt ein. Schön natürlich. Oh! Er hat den Punish gewusst! Das wäre ein Upsplash gewesen. Ja. Yeah. Oh, kriegt er den Kill? Oh, schön. Mal gucken. Ja, ich weiß nicht, was Ente gerade gemacht hat, aber er hat auf jeden Fall gerade dabei zugesehen, wie er. Stirbt. Irgendwie, abgeknallt wird. Schöner Parry. Ja, wichtiger Parry. Auf jeden Fall. Gerade. Bei den Prozenten. Naja, so ein Anvil into F-Smash könnte einfach so das Schild komplett brechen. Ja. Schönes Open. Schöner Approach auf jeden Fall. Ja, aber er ist auf den Block gelandet und deswegen den Endlag bekommen. Deswegen hat er die Abwehr nicht konverten können. Daraus. Ach, dieses Minecart ist auch so ein krasses Tool einfach. Das ist insane. Warte. Opening? Nein. Er reagiert nicht proper auf das SDI. Er macht so das, was nach Gefühl gerade er denkt, was passt. Aber killt? Okay, gut. Ja. So ein Charakter wie Steve, so bei der Killpower braucht er natürlich noch einen Killthrow, weil sonst wäre er schlecht. Ne? Ja, deswegen. Sonst würde sich der DLC-Charakter ja nicht verkaufen können, ne, wenn er sowas nicht hätte. Also das muss man halt auch so sagen. Ich glaube, der DLC hätte sich auch einfach so verkauft. Ja. So, es ist allein aus dem Grund, Minecraft-Fans, wer hätte keinen Bock auf Steve? Das stimmt natürlich. Ich glaube, die gehen direkt ins Game 3. Und wir sehen hier immer noch die Bayonetta. Wichtig. Switch. Wichtig und richtig. Switch. Pokémon Stadium 2 diesmal wieder. Wir brauchen einen Switch. Ja. Oh. Wie ist das? Was macht das? Essig. Okay. Ja, 51% auf Bayonetta direkt. Das ist schon crazy. Aber es sind halt Steve-Things, ne? Das passiert halt einfach. So, bei Steve, gerade so in den ersten 10 Sekunden hast du einfach 50% drauf. Aber das kann Bayonetta genauso gut zurück machen, ne? Darf man halt auch nicht unterschätzen. Ja. Und die Games. Oh, Alter. Das war ein guter Trade auf jeden Fall. Ja, war auf jeden Fall wichtige Prozente für Enter auch. Und jetzt auf jeden Fall auch bei. Oh, schön. Alter. Das war ein sehr guter Das Trade. War ein Setup. Ja.
Das war ein krasses Setup, okay. Zweimal Downsmash. Ja, ist auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall gerade schwierig, so für Robin da durchzukommen, weil yeah. Jetzt sind die ganzen Blöcke da und dann kriegt er auch nicht das wichtige Kill-Opening. Und. Oh, sehr schöner Grip. Ja, jetzt spielt das mit. Gerade sieht's relativ gleich wie aus. Gefährlich, gefährlich. Ja, die oh, Back die Back-Air, schöner Grab, das war's. Die Back-Air-Approaches von Bayonetta funktionieren leider nicht so gut, gerade gegen Ente. Ja, muss auch sagen, die sind momentan noch relativ einseitig, die Approaches. Mhm. Man muss auch darauf achten, dass die auch vernünftig gemixt werden und, gutes SDI. Hat diesmal nicht die ganzen Fairheads abbekommen und wurde auch nicht von der API so gelauncht, dass er von der Fair oh, no. sterben würde. Alter, 50%. Ja. Oh, schön gecatcht. Oh, das war eine Back-Air gewesen. Hm. Killt nicht ganz. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass es bei... Oh, der Minecart, der letzte... Ja, er hat den Witch-Time, ein bisschen mistimed, sonst wäre das ein Hit gewesen. Okay. Also, oh, Alter, krass. Dass Steve da so schnell retaliaten kann, ist crazy. Und natürlich auch sehr schön hier gewollt, ne, damit den Jump geforst halt einfach. Ich glaube. Oh, er hat das L gebaut. Das war's. Wenn jetzt Steve das L bauen kann, dann ist over. Das over. Ja. Ja, taunted dich IRL. Er hat halt noch ein Diamond übrig. Das ja. ist halt super schwer, da jetzt irgendwie ein Comeback zu bekommen. Schön. Mario kann das halt ziemlich gut, aber so ein Charakter wie Steve zu comebacken, so ein Spieler wie Ente zu comebacken, Ente, ja. so macht man nicht einfach so. Und man sieht ja auch gerade, wie schön Ente das Ganze runterspielt. Ja. Er hat auf jeden Fall, oh mein Gott, er hat für sehr viele Dinge von Robin, die Robin gerade macht. Oh no! Das war's. Oh schön. Okay. Schön entkommen. Aber. Ja, es ist gerade nicht sehr gut. Jeder Move ist ein Kill-Move. Ja, ja. Jeder Move ist hier ein Kill-Move gegen Robin. Und da jetzt noch zurückzukommen, wird auf jeden Fall schwer. Da müsste er so alles avoiden, was er hat. So dieses klassische Dark Souls-Boss-Mix-Up. Oder ja, die Reihenfolge an Attacks. So. Minecart, Anvil, ja, Back-Air, ja. Alles. Oh, schön! Kann er vielleicht noch einen Stock holen? Wenn Robin den Stock noch bekommt, dann wäre dann auf jeden Fall. Also Comeback. Oh, ah, mein Gott. Ja. Na gut.